Ahoi und willkommen zurück zum zweiten Teil der Kreuzfahrt der Odyssee ins Grauen. Ich habe die Event Horizon geschaffen, um die Sterne zu erreichen. Aber sie ist viel, viel weiter geflogen. Sie hat ein Loch in unser Universum gerissen, einen Übergang in eine andere Dimension. Eine Dimension des absoluten Chaos, der absoluten Gewalt. Heute mit der Single-Mutter-Edition. Es ist teilweise was zum Lachen dabei. Ich werde ein paar Kommentare zeigen und ein paar. Ich werde ein paar Kommentare zeigen unter dem TikTok und dem zweiten. Ich werde auch ein paar Kommentare aus meinem Kommentarbereich zeigen, wenn es um den letzten Teil geht des Videos. Es wird ein bisschen weniger lustig wahrscheinlich im Endeffekt, aber wir lassen uns erstmal nicht bremsen. Der Anfang ist auf jeden Fall ganz interessant. Pass gut auf, denn das ist das Neueste. Und ein I und ein D und ein H. Meine Tante heißt Barbara. Ja, da fängt es schon an. Single-Muttertum ist toll, klar. Ja, wir sind anspruchsvoll. So kann man es euphemistisch umformulieren. Ja, du musst uns teilen. Also nur mal so, als Mann eine Single-Mutter zu daten, ist das Allerletzte. Du kriegst keine Aufmerksamkeit, bist hinter den Kindern, dem Ex, dem Hund und allem anderen untergeordnet. Es ist rein rational überhaupt nicht logisch, auch biologistisch, wenn man ja nur so argumentieren möchte, jetzt nicht gerade die tollste Entscheidung, anderer Leute Kinder großzuziehen, ist nicht in deinem Interesse. Ja, da muss man sagen, ist der objektive Marktwert sehr, sehr, sehr niedrig. Absolut, ist ein absoluter Dämpfer. Aber das wollen sie ja immer nicht wahrhaben. Ich bin ja toll, wie ich bin, das kennen wir schon. Aussehen wie eine Barbara, ich darf das. Alle wollen. Unabhängig, wieder euphemisierender Sprachgebrauch, klar. Nicht verfügbar, müsste hier eigentlich stehen. Meine Meinung oder Statements, doch ich mache diese. Ja, und jetzt kommt der Knüller. Nur die ganz Starken halten es mit uns aus. Natürlich, das ist Beschämungstaktik, sozusagen nach außen hin. Indirekte Beschämungstaktik, klar. Ja, um eine Single-Mutter zu daten, musst du stark sein. Nein, du musst dumm sein. Ganz einfach. Indirekt will sie damit auch die Männlichkeitsmedaille verteilen. Ja, sozusagen, nur ein echter Mann datet eine Single-Mutter. Du willst ein Mann sein? Ich mache einen Mann aus dir. Das ist alles ziemlich bekannt aus den Waffen der Frau. Du bittest dich mal. So, da haben wir es ja gesehen, was sie so datet. Das ist klar. Da externalisiert sie den inneren Schatten und weiß ganz genau, was sie selber wählt. Ja, die berühmten Gemischtwarenhändler sind natürlich interessanter, weil sie Bad Boys sind. Das ist klar. Die Andersartigen sind auch immer ganz interessant, sind ihr bestimmt auch über den Weg gelaufen. Männer, die nicht wissen, was sie wollen, ist wieder eine interessante Umformulierung für die, die sich nicht an eine Single-Mutter binden wollen, über SEX hinaus. Aber ich werde Ihnen nicht dabei helfen. Okay. Sollen Sie euch ins Knie ficken? Ja, ins Knie ficken. Ist klar, hat sie alles erlebt. Und dazu schauen wir uns mal ein paar Kommentare an. Das ist der Brüller. Von Gummi, kreativer Name. Einen schönen Tag wünsche ich dir. Von Chili, ich bin sprachlos. Wie hübsch kann man nur sein? Vom Berliner Bär, komm ran, Süße. Na, wenigstens quatscht er wie ein Berliner. Und eine wunderhübsche junge Frau. Bist du tolle Augen, hübsches Gesicht und tolle Figur. Die tolle Figur habe ich nicht gesehen, aber gut. Bin Frührentner, willst du? Verliebt. Einfach mal alles in einem. Fragt sich bloß was. Und geil. Wenn sich das so durchliest und diese Realität sieht, das ist unglaublich. Es ist, als ob man umzingelt wäre von Sims. Hast du eine Idee? Lassen Sie Ihre Waffen fallen! Sie umzingeln läuft wohl nicht. Eine komische Art von Humor, John. Wenigstens gibt es noch einen, der dagegen hält. Haha, voll sympathisch und geil. Voila, geil. Hahaha. Ja gut, das sind schon die etwas direkteren. Aber immer noch auf der Sim-Schiene. Und dann gibt es natürlich noch einen Komiker, der sagt, Finger in Po, Mexiko. Das ist der Weg. Der ist mein Liebling, ja. Aber um
Habe ich übersprungen. Aber selber immer auf der Suche nach einem Arzt mit einer 10-Millionen-Villa, der die Kinder von drei verschiedenen Vätern in sein Herz schließt. Mit. Ja, er hat es genau erfasst. Ayhan Erdal kriegt den Pokal heute. Er hat die Logik dahinter verstanden. Ist okay. Wenigstens einer unter diesen ganzen Sims. Das ist unglaublich. Überhaupt kein Problem. Die Frage beantworte ich dir sehr gerne. Und ich glaube, dass die Antwort auf diese Frage sehr viele überraschen wird. Nein. Frauen über 35 haben keinen Sex mehr. Jedenfalls nicht dieses Teenie-Karnickel-Gerammel, was du als Sex definierst. Ich bin noch nicht so eine. Für Frauen ab 35 ist das Leben viel zu kurz und die Zeit viel zu kostbar. Die Zeit, bis du an der Mauer landest? Um schlechten Sex zu haben? Wir vögeln nicht mehr. Wir katapultieren in Paralleluniversen. Wir inhalieren. Absorbieren. Wir fressen. Krallen uns in den Moment und lassen uns fallen. Nur um im nächsten Moment zu schweben. Nein, Frauen über 35 haben keinen Sex mehr. Wir haben Ekstase. Und alles darunter ist einfach nur noch Zeitverschwendung und inakzeptabel. Ja, heilige mich, ich bin nicht für so einfach zu haben. Klar, bei mir gibt es nur Special, ja, ständige Aufwertung des Egos. Ja, ich hoffe, ich konnte deine Frage soweit beantworten und habe damit übrigens auch gleichzeitig die Frage beantwortet, warum die Kategorie MILF auf entsprechenden Internetseiten nach wie vor mit zu den beliebtesten zählt. Oh, ach so, und gegen das da hilft kühlen, habe ich mal gehört. Ja, was soll man dazu noch sagen? Sie glaubt, sie ist die heißeste Schnecke im Universum, zumindest ihre Ego-Projektion geht in die Richtung. Der klare Narzissmus ist eigentlich nicht möglich. Unter den Narzissten ist sie ja nun die Obernarzisstin. So habe ich sie auch gespeichert in meinem Ordner als MILF-Narzisst. Der Witz ist, Jungs, habt ihr es bemerkt? Unten steht der Name, ne? Ist Frau Schweighöfer, anscheinend die Schwester von, ja, ist mir hinterher erst aufgefallen. Träum was Schönes. So, ja, was soll man dazu noch sagen? Das ist so das Übliche. Das Medium wird ja benutzt, um sich sozusagen künstlich das Ego von außen zu validieren. Das wissen wir ja schon. So, und jetzt schauen wir uns einen schönen Kommentar an von Moonzy, ein sehr aufmerksamer Kommentator bei mir, der mich auf eine Sache aufmerksam gemacht hat, auf ein Buch von jemandem. Der Fall Michael Winterhoff zeigt für mich das gesamte Problem. Was er in seinen Büchern schreibt, ist einfach logisch, leicht anzuwenden, völlig gewaltfrei und jeder kann selbst ausprobieren, dass es hervorragend funktioniert. Die Kinder werden dadurch in kürzester Zeit zufrieden und glücklich. Und gleichzeitig haben seine Bücher eine riesige, geradezu hasserfüllte Gegenbewegung der feministischen Mutterschaft ausgelöst. Das bringt das Problem auf den Punkt. Dann habe ich nachgefragt, wie es denn damit bestellt wäre, worum es denn geht, weil ich davon noch nie gehört habe. Dann hat er gesagt, es ist ein dreistufiges Modell der fehlerhaften Beziehung zwischen Eltern und Kind. Bei der gesunden Eltern-Kind-Beziehung ist der Elternteil wie ein Sporttrainer gegenüber dem Kind, bringt ihm bei, im Leben zurechtzukommen, übt immer wieder grundlegende Sachen ein und gibt Infos, welches Verhalten okay ist und welches nicht. Strafen sind dadurch in der Regel unnötig. Die problematischen Muster dagegen sind folgende. Stufe 1, partnerschaftliches Verhalten. Das Kind wird als kleiner Erwachsener behandelt und verliert dadurch die Orientierung in der Welt, ist heute Standard. Das ist die berühmte Parentifizierung. Stufe 2, Projektion. Der Elternteil identifiziert sich mit dem Kind. Das Kind wird dazu benutzt, um die eigenen Interessen durchzusetzen. Das ist der Narzissmus, ja, das ist die Ego-Projektion in den Narzissmus, wo sozusagen das Kind die Verlängerung des eigenen Egos ist. Habe ich auch darunter kommentiert, zeige ich jetzt nicht. Und Stufe 3, die Symbiose. Der Erwachsene verschmilzt mit dem Kind. Die Eltern bilden dem Kind kein Gegenüber mehr. Das wäre die co-abhängige Seite der Ego-Projektion. 4 Säulen der Selbstliebe und Ego-Projektion blende ich oben ein. Wenn es interessiert, so will der Co-Abhängige sozusagen mit dem Kind verschmelzen, ja, wie mit dem Partner. Das wäre lustigerweise analog zur Psychologie, passt wunderbar rauf. Warum mache ich das alles hier? A, damit ihr ein bisschen was dazulernt und B, weil es relevant ist für das, was wir uns jetzt angucken.
So, da präsentiert sie sich wieder, natürlich für TikTok, will ihr narzisstisches Ego aufwerten, klar. Sieht man auch schön am Schnitt in der Mitte, wenn sie dann auf einmal die hübsche Version von sich selbst wird. Im Endeffekt ist es erschreckend, weil sie tritt in Konkurrenz zur Tochter. Ja. Es geht um den, der ihre Tochter gut findet, der ihr auch folgt. Ja. Und sie möchte eigentlich den Liebhaber oder potenziellen Liebhaber ihrer Tochter haben, ja, weil ihr narzisstisches Ego, was der Tochter das praktisch neidet. Das ist vielleicht jetzt auch ein bisschen komödiantisch gemeint, das Ganze, gar keine Frage. Aber da steckt natürlich immer ein bisschen Wahrheit drin, das ist klar, weil sie sozusagen der Tochter ihre Jugend neidet, ja, die Wall kommt. Und Tugendhaftigkeit signalisieren wird es natürlich sozusagen als Schutz dargestellt, dass du gefällst mir nicht. Im Gegenteil, du gefällst mir sehr. Ich hätte auch gerne mal wieder so einen jungen Liebhaber. Ich wäre auch mal gerne wieder jung. Aber unschön in der psychologischen Hinsicht, wenn man beachtet, was ich da eben gezeigt habe. Aber es wird noch besser. Es ist eine ganze Reihe. Heute ist es ein bisschen ernsthafter. What do you do on those days that you don't feel that confident or fearless or powerful like you did out there? Gar nichts. Am Anfang hat Rihanna gerade geredet und meinte, du musst strong, independent boss be, ihr versucht einzureden, aber. Können wir mal darüber reden, dass es normal ist, wenn es mir scheiße geht, sehe ich scheiße aus. So, ich prätende hier überhaupt nicht. Fertig aus, weitermachen. Either that or cry myself to sleep. Who wants to do that? I do, Rihanna. Da ist das, was ich im letzten Video erwähnt habe, wenn Chat weg ist oder es zu groß wird, wenn dann ist auf einmal schwankt der Narzissmus von grandios zu weinerlich, auch schön in dem Video zu sehen bei mir, und dann wird zu Hause geheult. Dann wird halt schön in den Schlaf geweint. Ja, das sage ich nicht umsonst. Genauso ist es halt mit dem zerbrechlichen Ego, was dahinter ist, und den ersten anderen Problematiken. Hoch im neurotischen Spektrum ist sie garantiert auch unterwegs, wenn man sich die Videos so anschaut, aber es wird noch besser. Ei, du! So. Ich stand vorhin splitterfasernackt in der Badewanne, stand und mein Sohn kam rein, 7 Jahre alt. Blieb wie angewurzelt stehen und musterte mich von oben nach unten, also so gefühlt echt eine Minute. Und dann: Mama, du siehst aus wie Mutter Natur. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Also, sie lässt ihn erstmal eine Minute gucken. Dr. Freud hätte jetzt richtig seine Freude am Ödipus-Komplex. Ob ich es als Kompliment auffassen kann. Ja, Kinder sind drollig. Und sie überlegt sich, ob sie das als Kompliment auffassen kann, ja? Was stimmt in dieser Szene nicht? So ziemlich alles. Geht's noch? Geht's wirklich noch? Ja. Anstatt dich zu bedecken, Frau, irgendwie ein bisschen Anstand zu haben, nein. Sie lässt ihn so eine Minute gucken und fragt sich dann, ob das Kompliment, was er ihr gemacht hat, um ihr narzisstisches Ego zu validieren, denn ausreichend gewesen wäre. Mutter Natur. Venus in der Muschel hätte ich auch ganz gut gefunden, aber Mutter Natur, damit kann ich leben. Ja, Venus in der Muschel, das reicht denn ihr nicht. Das Benzin hat nicht gereicht, ja. Aber wie sollen, was war da jetzt? 7, 8, ja, ist auch genau lustigerweise kurz vor der ödipalen Phase. Der soll sozusagen sowas jetzt auch noch drauf haben. Unglaublich. Könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass ich mal wieder einen Termin im Waxing-Studio machen müsste. Ui, ui, ui. Das macht ihr sozusagen im Kopf, dass ihr Sohn ihre Vaginen vielleicht nicht genug gesehen hat oder was. Ja, sagt's dann, es wird immer besser. Was da läuft, das packen die Leute öffentlich auf TikTok. Das ist eine Therapiesession, was hier läuft. Das ist 10 Jahre Therapie, was ich vor mir gesehen habe. Ich habe euch nicht alles gezeigt, nur mal die Sahnestücken. Und jetzt wird es nochmal richtig gut. Ich bin gerade zur Schule von meinem Sohn gefahren, um ihn abzufangen, wenn er gerade von der Sporthalle rübergeht ins Klassenzimmer, um mich bei ihm zu entschuldigen. War so ein hart beschissener Morgen. Schon von Aufstehen bis Losfahren. Es hat nichts funktioniert. Vergessene Hausaufgaben, wo ist das Sportzeug? Brotbox zerbrochen. Es ging nonstop nur so. Der Kleine war super bockig. Da musste ich mit dem Großen da noch sitzen und einen halben Aufsatz schreiben um 7:30 Uhr. Etc. Ihr kennt solche Morgen, ne? Ja, jetzt möchte sie sozusagen die Schuld externalisieren dafür, dass sie überfordert ist mit ihrem Muttersein bei 4 Kindern. Und wenn man den Mann sozusagen in die Wüste geschickt hat oder der das einfach nicht mehr ertragen hat, wenn ich mir sie so angucke, ja gut, dann kommt sowas bei raus. Hab schlecht geschlafen, bin schon mit riesen Kopfschmerzen aufgewacht und irgendwann war ich nur noch am Brüllen. Meinem Sohn kullerten irgendwann ganz still Tränen über die Wangen. Dann rastet sie so aus, bis das Kind weint, ja, nur noch, weil sie völlig die Kontrolle verliert, ja. Und das war herzzerreißend. Und ich habe gedacht, so, wie. Und hinter der Tugendhaftigkeit signalisieren, versucht sie jetzt in breiter Öffentlichkeit mit tausenden Zuschauern so zu tun, als wäre ihr da das Herz zerrissen. Bei Narzissten ist da nicht so viel Herz, würde ich sagen. Ja, sie macht zwar hier ein schönes Schauspiel, ich nehme es ihr nicht ganz ab. Die schauspielerische Leistung war echt armselig.
Zum Teil kognitiv, ja, klar. Und man hat ja auch Sympathie für die eigenen Kinder. Und, aber wenn man das in der Form hier inszeniert, dann ist das extrem fragwürdig. Wie muss der sich jetzt fühlen, ja? Also wie sitzt der da jetzt im Klassenzimmer? Mit was für einer Laune? Nee, ich glaube eher, dass sie bedenkt, wenn der mit der Laune da sitzt, was das für ein Bild auf sie wirft wiederum. Ja, wenn alle sehen, ihr Kind, die Verlängerung ihres Egos, weint irgendwie, dann ist sie ja schuld. Sein Tag, wie ist seine Grundstimmung mit so einem beschissenen Start in den Tag? Ich habe mich erinnert an meine eigene Kindheit. Ich habe so eine super Motzmutter. Meine Mutter motzt und motzt und motzt. Meine Mutter ist so eine Meckermutter. Ich erinnerte mich plötzlich an dieses Gefühl, wie es mich innerlich aufgefressen hat. Dieser sehr interessanter Moment. Das ist praktisch dieses gesamte Gutachten, das gesamte psychologische Gutachten hat man hier gesehen. Ja, selber eine narzisstische Mutter gehabt, die sie immer kritisiert hat. Und sie hat, und jetzt kommen wir zum 4F-Video, kann ich euch auch oben einblenden, falls es euch interessiert, dazu, dass sie einen dieser vier Wege gewählt hat und auch Wut, Aggression, Narzissmus. Ja, und sie ist genau die Kopie ihrer Mutter, die meckert, narzisstisch ist. Ja, das sind meistens die zwei Wege. Die andere Möglichkeit wäre gewesen, in die Co-Abhängigkeit rein. Sehr spannend. Hat sie eigentlich alles preisgegeben. Das ist hochinteressant, für mich zumindest als psychologisch Interessierten. Dieses Stechen in mir drin, während sie... Ich hatte immer das Gefühl, ich will schreien als Kind. Schreien oder irgendwas runterschmeißen oder sie anschreien. Halt die Fresse! Emotional Damage! Ja, jetzt kannst du ja deine Kinder anschreien. Ist doch super, so läuft das. Und das vor allem morgens. Es verkackt dir den ganzen Tag, egal wie alt du bist. Ob du 5 oder 15, 35, so möchte niemand in den Tag starten. Ich bin die Erwachsene. Sie muss sich wirklich selbst affirmieren, dass sie die Erwachsene ist. Hochinteressant. Zum Thema Parentifizierung und Verschmelzung. Ich bin die Mutter. Und ja, ich bin auch ein Mensch und ich kann auch mal mit dem falschen Fuß aufstehen. Das gibt mir aber noch lange nicht das Recht, mich so wenig unter Kontrolle zu haben, dass ich mein Kind morgens vor der Schule schon anschreie und es dazu bringe, vor der Schule schon mit Tränen in den Augen am Tisch zu sitzen. Ja, und das ist das Entscheidende, dass es da am Tisch sitzt. Das hatte ich vorhin schon gesagt, das ist das Entscheidende für sie eigentlich, wenn sie mal ehrlich ist. Das hier ist eine ganz krasse Tugendhaftigkeitssignalisierungsnummer. Sie hat es kognitiv wirklich gut erfasst, was sie da gemacht hat. Ja, und möchte jetzt die Absolution von der Allgemeinheit. Nein, du bist die Tollste. Ich hätte jetzt die Kommentare zeigen können. Reihenweise Mütter da drin. Ja, ja, Girl. Oh, du bist so stark. Du bist so reflektiert und so. Ja, 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 ja. Es ist ein widerliches Schauspiel in meinen Augen. Es gibt mehr Schwachköpfe als Menschen auf der Welt. Also mach einen Abflug. Echt nicht okay. Stellt euch mal vor, das wäre ein Erwachsener, der hätte mir ja was gehustet, der hätte da gesessen, der hätte mich irgendwann angebrüllt, der hat gesagt, sag mal, was ist mit dir los? Kriegst du dich mal unter Kontrolle? Und nur weil Kinder das nicht können, weil sie sich so weit noch nicht artikulieren können oder noch nicht so weit in ihrer Selbstfindung sind, zu sagen, ey, wow, Grenze, gibt uns das nicht das Recht, unsere schlechte Laune und unsere unverarbeiteten Emotionen auf unsere Kinder auszukotzen? Wenn du dich genügend selbst bemitleidet hast, die Tür ist davon. Ja, da hat sie völlig recht. Ja, aber das hat sie verkackt sozusagen. Tja, wie alt ist sie? Mitte 30? Keine Ahnung. Hätte ja mal zum Therapeuten gehen können. Anscheinend ist sie ja nicht auf den Kopf gefallen. Kennt das alles, kennt ihre ganze... Wahrscheinlich war sie auch häufig genug da, aber es hat nichts gebracht, weil dann hätte sie sich mal überlegen sollen, ob es so gut ist, 4 Kinder in die Welt zu setzen und dann auch den Vater in die Wüste zu schicken, wobei ich nicht weiß, ob der freiwillig gegangen ist. Könnte ich mir auch vorstellen. Bei der Eulen. Na gut, dann hat sie es halt an der Backe und so haben wir die nächste Generation von gestörten Schauspielerkindern wahrscheinlich. Gott muss lieben, verrückter Menschen. Warum? Er macht so viele davon. Da bin ich jetzt hier hin, hab ihn abgefangen, hab ihn in den Arm genommen und hab mich dafür entschuldigt, dass ich mich so wenig unter Kontrolle hatte. Hab ihm vor allem auch nochmal reflektiert, dass ich gesehen habe oder mir darüber Gedanken gemacht habe, was er gefühlt haben muss. Das ist hier ganz wichtig, ja, das ist ja süß. Und ich glaube sie ja, so ein Stück weit glaube ich sie ja. Also sie hat ja ein Mutterherz, also ich glaube nicht, dass sie völlig eiskalt ist auf dem narzisstischen Spektrum, voll im NPD-Bereich, wo schon komplette Abkopplung stattgefunden hat. Aber ich glaube, ganz ehrlich, dass ganz viel da nichts mit Empathie zu tun hat oder mit Mitgefühl.
aber gut. Schissen er sich gefühlt haben muss, dass ich ihn da anschreie. Und dass das ein ganz doofer Start in den Tag ist und dass kein Mensch das verdient hat und schon gar nicht ein Kind von seiner Mama. Denn wir, verdammt nochmal, wir Eltern sind die, die dafür zu sorgen haben, dass unsere Kinder genau vor so einer Scheiße beschützt werden. Weil ich mir so... Das ist so interessant, ja. Sie hat ihre Kindheit vor Augen, aber muss dieselben Fehler reproduzieren. Das ist klar. Ja, schöner Vorsatz, schön, fürs Poesiealbum. Aber ich möchte wetten, es läuft ganz anders ab bei denen. Wahnsinnig gewünscht hätte, nein, weil ich es so gebraucht hätte, dass meine Mutter zu ein bisschen Selbstreflexion in der Lage gewesen wäre, anstatt konstant ihre emotionale Kotze über mich zu schütten. Ja, das kannst du ja jetzt weitergeben. Ja, schöner Einblick. Einen Clip habe ich jetzt noch vergessen, da sieht man, wie sie... Es sagt, es ist so schwer, Mutter und Vater in einem zu sein. Den hätte ich jetzt gerne noch gezeigt, der war kurz. Den könnt ihr euch einfach mal vorstellen, wie sie versucht, vom Zimmer der Tochter, wo laut Musik läuft und eine Menge Stimmen sind, dann um 11 Uhr ihren Willen durchzusetzen, den Vater praktisch zu spielen. Sie kann ja nicht mal die Mutterrolle übernehmen eigentlich. Ja, was soll man zu dem Ganzen noch sagen? Das ganze Elend sozusagen in einer Clipfolge. Hier war mir echt nicht zum Lachen. Tut mir leid, Jungs, wenn es diesmal nicht so fetzig lustig geworden ist, weil das ist die... moderne Realität mal veranschaulicht mit schlechtem Elternhaus, die Sachen werden weiter vererbt, dann wird das an die Kinder wieder weitergegeben, ja, der ganze Neurotizismus, der ganze Narzissmus kommt sozusagen nochmal richtig zum Tragen. Es muss nicht immer so böse ausgehen, das ist auch ein brutaler Einblick, dass man sowas mal sehen durfte. Ich denke, ich hätte noch einige andere Gedanken dazu gehabt, ich wollte jetzt auch nicht das Ding zu überfrachten, aber das ist praktisch die Zukunft, ja, in 50 Jahren ist das Abendland eh im Eimer. Aber vorher produzieren wir noch ein paar sehr hübsche, psychisch degenerierte Menschen mit einem IQ, der bis zum Ende des Jahrtausends, glaube ich, um 15 bis 20 Punkte sinken soll. Soweit die Experten, ist bereits gesunken um 10. Gut, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Ich glaube, ich verabschiede mich an der Stelle. Mir fällt dazu nichts mehr ein, außer meine Arbeit endet hier. Eure beginnt jetzt unten in den Kommentaren. Ahoi und bis bald.